Ich möchte mal fast meinen, wir haben einen neuen Freund, den Direktor Block. Jo, wenn wir sich mal umschauen, da glaube ich. Also mal umschauen. So. Doch, da. Was haben wir denn da jetzt eigentlich, wo das? Schiefer. Nimm die speichernde Puppe mal. Wenn es sein muss. Na sicher muss es sein, aber. Ja, warte mal, die magische Schiefertaube könnte auch nicht schon. Es ist ein altes Modell. Ich frage mich, ob. Willkommen zurück, Professor Wetterquarz. Tatsächlich. Es ist meine alte Tafel. Das verräterische Stück. Naja. Ich tue nur, was mir einprogrammiert wurde. Das Böse sitzt immer vor der Tafel. Hm. Wer hat dir befohlen, mich zu hintergehen? Benutzername Munkus Rules 1337. Haben wir mal was gedacht. Aber nehm es mit. Aber glaub ja nicht, dass ich dir nochmal vertraue. Das dumpfe Gefühl, das ist eher, aber wurscht. Naja, kann sich in alles verwandeln. Eltern sagen häufig, hier sieht es ja aus, als sei eine Bombe explodiert. Meistens ist das Übertreibung. Aber hier könnte tatsächlich so etwas passiert sein. Neben der Glocke. Bombe explodiert, ist gut gesagt. Ich befürchte, dass er da irgendwo da drinnen ist. Entweder in der sprechenden Puppe oder da. Irgendwo da ist er. Kann natürlich im Spiegel auch sein. Das ist. Aber gut. Aber das. Schauen wir mal, was wir da noch haben. Ich bedachte, das jetzt einmal gewesen. Können wir das auch mitnehmen eigentlich? Ja, mach Glas. Ziemlich dicke Ketten. Und ich vermute, dass Van Buren sie obendrein verzaubert hat, um sie gegen einen öffnen Zauber zu schützen. Nehmt das einmal, Glas. Wir holen sie da raus, Meister Alistair. Wir müssen nur noch einen Weg finden, die Ketten zu lösen. Wir müssen nur noch. Oh, nehmt das Döschen. Es ist nur mein Bruder, der was sie da angemeldet hat. Dieses Mal nehme ich gleich die ganze Dose. Es ist für einen guten Zweck. Dann mit der Party. Und das um 3 in der Früh. Mittlerweile ist 3 in der Früh am Samstag. Oh, macht doch nichts, meine Kumpel haben es gesagt. Jede Menge Papiere, Federkiele, Tintenflecken und dergleichen. Nichts davon ist von Interesse für mich. Ich muss da ganz ehrlich sagen, das Spiel hat mich also bis jetzt schon fasziniert. Welch abscheuliche Kreatur! Besser, ich komme dem Monster nicht zu nahe. Es könnte Appetit auf Gnome haben. Okay. Na, rausgehen ist jetzt natürlich nicht angesagt, das ist ja ganz klar. Weil das der Ding um mehr verschießt. Bitte den Untergrund. Okay. Gut, jetzt müssen wir noch Vize schauen erst wieder. Unsere Aufgabe ist ja nach wie vor, das war jetzt in der Zwischenfrequenz, einen Witz zu holen, beziehungsweise eben ja einen Witz zu finden für unseren Komiker, Götterkomiker. Den Witz des Tages zu finden, beziehungsweise ein Liedchen. Ja, was müssen wir da denn betrachten? Den Korb einmal
Kann man ja mal betrachten. Mit Hilfe des Korbs können Ivo und ich Gegenstände austauschen. Sehr praktisch, wenn einer von uns mal nicht weiterkommt. Die Videos und so, muss ich schon sagen, 40 Video. Meine Kumpels haben gesagt, du bist ein Wahnsinn. Jetzt endlich einmal ein ausführliches Let's Play. Ja, es ist normalerweise nicht meine Art und Weise, so viele Videos, aber dieses Video verlangt so viele Videos, weil wir es einfach detailliert und geschmeidig machen. Jo, reden wir mal mit dir. Ivo! Was gibt's? Bist du denn deppert, Alter? Was tust du eigentlich hier in Seifert? Sind die Veränderungen in der Stadt wirklich so schlimm, wie er ihm erzählt? Wo ist Buren? Nimm dich bloß für ihre Nacht. Es gibt unter der Stadt einen Tempel, der einem bösen Gott geweiht ist. Ich habe Remis Verkleinerungsring, der dürfte nützlich sein. Kennst du gute Witze, Ivo? Ich habe die magische Schiefertafel. Ich habe hier eine Puppe für dich. Ich habe hier ein Döschen mit Kaminreisepulver. Ja, grundsätzlich einmal müssen wir ja mal das Kaminreisepulver geben. Ja. Ich habe ein Döschen Kaminreisepulver vom Schreibtisch des Direktors ausgeliehen. Und die Schiefertafel kommt automatisch, glaube wunderbar, ich, mit. Wunderbar, das kann ich gut gebrauchen. Ich glaube, die Schiefertafel haben wir automatisch mitgegeben. Aber da ist noch ein Problem. Direktor Bloch hat die Tür zum Lehrerzimmer verriegelt. Ach, Donut. Und was machen wir da? Das ist ganz leicht. Ich schicke dir eine magische Schiefertafel hoch. Okay. Die kann den Türcode sagen. Die gibt dir gleich automatisch die Schiefertafel. Praktisch, wenn man einen kleinen Partner hat, der die ganze Arbeit für einen übernimmt. Danke. Ist ja nicht witzig. Ist ja nicht lustig. Die sprechende Puppe geben wir ja. Die sprechende Puppe. Die ist natürlich ganz unten. Habe ich hier eine Puppe auch für dich? Ich habe hier eine Puppe für dich. Was soll ich mit der Puppe? Was soll ich mit ihr? Warum hast du sie mitgenommen, wenn du sie nicht brauchst? Sie ist ganz schrecklich. Und ich dachte mir, die nimmst du mal besser mit. Na ja. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Willst du sie nun haben oder nicht? Also schön. Naja, vielleicht kannst du sie trotzdem brauchen. Und jetzt die Witze. Kennst du gute Witze, Ivo? Kennst du gute Witze, Ivo? Willst du mich veräppeln? Willst du mich veräppeln? Natürlich kenne ich gute Witze. Oder willst du mich veräppeln? Woher soll ich gute Witze kennen? Willst du mich veräppeln? Warum bei den Göttern willst du von mir Witze hören? Es geht tatsächlich um die Götter. Oder um einen. Kannst du dich mal umhören? Ich brauche einen richtig guten Witz, der eine Götterstatue zum Lachen bringt. Das wird noch was werden. Natürlich. Danke. Das wird noch was werden. Was tust du eigentlich hier in Seifel? Ja, na, wir könnten das jetzt alles reden, na klar. Ja. Damals ganz einfach. Nicht, dass ich mich nicht sehr freuen würde, aber warum bist du eigentlich in Seefeld? Ich wollte mit Erzmagier Alistair sprechen. Es gibt da Probleme. Solange es nicht ums Wetter geht, wird er dir momentan nicht viel weiterhelfen können. Mein Problem kann warten, hoffe ich. Sieht mal, hast du eine Ahnung, wo Mokus stecken könnte? Munkus ist seit dem Kampf im Lehrerzimmer wie vom Erdboden verschwunden. Glaubst du, er ist noch in der Stadt? Ich befürchte ja. Wie Motten vom Licht werden Hexenmeister von Macht angezogen. Ich befürchte ein kleines Mädchen mit anscheinend grenzenloser Zauberkraft? Er wird alles versuchen, um das für sich zu nutzen. Und er kann sich in jeden verwandeln. Pass bloß auf, wem du da oben vertraust.
Wer sagt, dass er hier oben ist? Er könnte genauso gut dort unten bei dir sein. Wir müssen beide die Augen offen halten. Ich fürchte jetzt nämlich auch schon langsam. Naja, gut, alles andere ist eigentlich eh unrelevant. Das brauchen wir momentan nicht wirklich. Weil die Veränderungen, ja, alles buhren, ja, aber dem ist Verkleinerungsring. Das ist halt, sind die Veränderungen in der Stadt wirklich so schlimm, wie Remi erzählt hat. Naja, alles buhren. Das ist nicht so wichtig. Ich muss weiter. Lass dich nicht erwischen. Mach's gut, halt die Ohren steif. Und wir wechseln jetzt wieder zur Ivo. Gut, wir werden da jetzt noch einmal trotzdem mit ihm reden. Ja? Reden. Das, was stelle ich mit dem Kaminreisepulver? Wie funktioniert das? Ich habe noch nie Kaminreisepulver benutzt. Wie funktioniert das? Du musst es in ein Feuer werfen. Dann gehst du in die Flammen und denkst ganz fest an die Symbole des Kamins, bei dem du rauskommen willst. Aha. Und die wären? Also die Symbole auf dem Kamin in der Bibliothek halte ich, glaube ich, erinnere mich. Ich glaube, ich erinnere mich. Es waren... Eule, Wurm und Ratte, glaube ich. Eule, Wurm und Ratte, glaube ich. Glaubst du? Ich bin mir ziemlich sicher. Außer es waren Löwe, Eisbär und Raupe. Adler, Maulwurf und Pinguin waren es zumindest nicht. Oder doch? Na schön, ich probiere es aus. Nein, es war eh alle Wurm und Ratte. Das mit dem Witz, das war ein Scherz, oder? Na, leider ernst gemeint. Das war erst mal alles. Bis später. Naja, dann fragen wir es halt alle durch. So, dann, wenn wir da reden, nochmal. Reden mit der Esther. Gut, oder? Hallo, ihr beiden. Oh, hallo. Sagt man, kennt ihr zu einen guten Witz? Fragt nicht wieso, aber Wilbur braucht anscheinend ein paar gute Witze. Kennt ihr welche? Aber klar. Nach der Untersuchung fragt der Patient: Meister Medikus, können Sie mir helfen? Daraufhin der Medikus: Sicher, ich verschreibe Ihnen ein paar Moorbäder. Und die helfen? Klar, dann gewöhnen Sie sich schon mal an die feuchte Erde. Na ja. Ich erinnere mich noch an die feuchte Erde. Eine Zeit lang dachte ich, hättest du dich doch bloß einäschern lassen. Oh, okay, danke. Ich muss weiter. Tschüss, ihr zwei. Na ja. Bis dann. Tschüss. Na ja, das einzig Blöde ist mit dir, dass wir die Karten leider nicht haben. Ja. Das einzig Blöde ist bei ihr jetzt, dass man da das, die ganzen Wege da gehen muss. Leider. In die Schule müssen wir nämlich jetzt gehen. Mit Grump da. Wachtroll. Kein Zutritt. Ja, das wissen wir schon. Schon sein Aussehen ist nicht angenehm. Das ihn aber noch markanter definierende Merkmal ist sein Odeur. Hältst dich wohl für toll, weil du so kompliziert labern kannst, was? Erbärmlich. Ja, mal. Ich soll die magische Schiertafel leben. Warte mal. Ich bin auf der Art von der, du bist auch ein guter Wächter, sehr wachsam. Ich sollte diese Magie liefern. Ich habe eine Lebensanstalt. Ich
bin in offiziellen Auftrag der Ratsvorsitzende. Ich soll für Ratsvorsitzende Van Buren etwas aus ihrem Büro holen. Hat sie mir nicht gesagt. Sie hat mir nur gesagt, dass ich eben den Kopf abschlagen soll. Der versucht hier reinzukommen, während sie weg ist. Okay. Vermutlich hat sie es nur vergessen. Sie dürfte sehr wütend werden, wenn ich ihr die Sachen nicht bringe. Wütend auf dich, nicht auf mich. Oh, du bist aber ein guter Fechter. Sehr wachsam. Oh, da ist aber einer sehr wachsam und sehr entschlossen. Gut gemacht. Kein großes Ding für einen Profi. Ich werde das in meinem Bericht erwähnen. Was denn für ein Bericht? Das darf ich leider nicht sagen. Nur so viel, eine positive Bewertung dürfte deiner Karriere einen Schub geben. Ich bin genau da, wo ich sein will. Tatsächlich? Klar, sonst wäre ich ja nicht hier. Der macht den Job richtig Spaß, oder? Ich habe eine Lieferung für Chantal von Buren. Ich soll das hier abgeben. Was ist das? Ein Geschenk für Chantal van Buren, hat sie sich gewünscht. Nimm das weg. Ich hätte sie ja ins Lehrerzimmer gebracht, aber da du mich da ja nicht reinlassen willst... Bist du meine Mami? Nein! Ich hab dich lieb! Es soll aufhören. Wollen wir ein Lied singen? Oh, wie schön ist es, eine Freundin zu haben! Ausschalten! In ein paar Tagen hört sie von ganz alleine auf. Mami, ich muss mal aufs Töpfchen. Ich lach's kaputt. Was würde die kleine Chantal wohl dazu sagen, wenn du ihr neues Spielzeug kaputt machst? Du weißt schon, Chantal, die so gerne Leute in putzige, kuschelige Wesen verwandelt. Du willst mich erpressen, hä? Aber nicht mit mich. Kann ich hören? Nicht schlecht, der Typ. Der ist wirklich nicht schlecht. Ich muss ins Lehrerzimmer und werde da nun hingehen. Lässt du mich bitte ins Lehrerzimmer? Na gut, der stürzt jetzt auf Deppert. Lass man auf Deppert stehen. Das heißt, wir werden da jetzt in die Unterwelt gehen. Du. Aber wir gehen nicht. Rinde da ist. Ja, doch nicht. Naja. Wie gesagt, da müssen wir leider. Langsam kriegt der kleine Wampel, die Lady. Wampel. Aber wie sie da noch immer elegant dahin gleitet. Gut, da haben wir eh schon gefragt. Jetzt müssen wir noch unsere lieben zwei fragen. Das dynamische Duo werden wir da fragen. Ob sie Witze wissen. Hallo, Zlov. Grump? Prinzessin Ivo? Ich würde gerne einen Witz hören. Es, nun, kommt euch vielleicht seltsam vor, aber könnt ihr mir einen Witz erzählen? Warum seltsam? In Zeiten größter Not kann ein Witz die Moral heben. Kenne Witz. Oh, Grump, deine Witze sind immer so anzüglich. Wurscht. Deswegen gute Witze. Seit hunderten Jahren tun sich im Park zwei Statuen gegenüberstehen. Eine sei ein junger Mann, andere sei eine junge Frau. Und beide seien nackig. Und da wären wir wieder. Da ein Gott erscheinen. Er sagen, ich erfülle euch größten Wunsch. Ihr beiden dürfen verlassen Sockel für eine Stunde. Beide schnell verschwinden in Gebüsch. Rascheln, flüstern, kichern.
haben noch 10 Minuten, Mann Japsen. Darauf Sie, gut, dann du jetzt halten die Tauben fest und ich scheißen drauf. Also, wenn das nicht der ist, Alter, dann scheiße ich auch drauf. Aber Prinzessin. Entschuldigung. Kennt ihr vielleicht noch einen Witz? Habt ihr noch einen Witz für mich? Kenne noch viele Witze mit nackigen Leuten. Die Prinzessin möchte das nicht hören. Außerdem warst du schon dran. Jetzt erzähle ich einen richtigen Witz. Die Stadtwache fragt den Magierkopf eines zweiköpfigen Ogers. Sie leugnen also, auf dem Kopf ihres Bruders einen Zaunpfahl entzweigeschlagen zu haben? Daraufhin der Oger: Das kann ich nicht leugnen, aber es ist nicht mit Absicht geschehen. Sie wollten ihn also nicht treffen. Schon, aber ich wollte dabei nicht den Zaunpfahl zerbrechen. Naja. Nicht finden, sehr witzig. Natürlich ist er witzig. Danke für den Witz, Loff. Ich werde ihn mir merken. Siehst du? Interessanter Laden habt ihr da. Schöner Laden, aber auch etwas ungewöhnlich. Zuckerwatte, Hundewelpen, Schokolade, Puppen. Es ist fürchterlich. Wir hatten eine schöne Taverne. Zwielicht, Rauch in der Luft und viel, viel Alkohol. Und jetzt? Lollis, ganz neu im Angebot. Lollis. Das ist auch Witz. Der kleine von Buren hat also dafür eine verwandelt. Ein ganzes Gebäude dauerhaft verwandelt? Das sollte eigentlich nicht in der Macht eines kleinen Mädchens liegen. Wie stellt die kleine von Buren das an? Ich weiß nicht, was du meinst. Konspiziert ihr? Was? Wenn Leute konspizieren, Grump soll ein Ratsvorsitzender Bescheid geben. Aha. Du schnüffelst für die Ratsvorsitzende? Grump fürchtet, die Tochter der Ratsvorsitzenden könnte ihn in ein kleines Mädchen mit Zöpfen verwandeln, wenn er nicht mit ihrer Mutter kooperiert. Wir nicht verraten sollen das Tochter zaubern. Ihr konspiziert. Nein, Grump, tun wir nicht. Dann ist gut. Sloth? Ja, Grump? Was ist konspizieren? Spionieren. Spionieren. Sollte nicht für die Ratsvorsitzende spionieren, Grump. Ich finde, du solltest nicht für Van Buren spionieren, Grump. Sie bedeutet Ärger, das musst du doch erkennen. Grump nicht wollen spionieren, aber Grump auch nicht werden wollen verzaubert. Ich war dafür zu fliehen, aber Grump wollte bleiben und sich verstecken. Ziemlich schwierig bei eurer Größe, oder? Grump haben Verkleidung gekauft. Niemand hätte erkannt, Grump. Dich vielleicht nicht, aber was ist mit mir? Was ist aus deiner Verkleidung geworden, Grump? Hast du die Verkleidung noch, mit der du dich vor der Ratsvorsitzenden verstecken wolltest, Grump? Noch haben. Gibst du sie mir? Du wollen verstecken vor Ratsvorfrau? Du konspizieren? Nein, ich will die Verkleidung nur sicherstellen und in der Schule abgeben. Sonst könnte einer der Rebellen an die Verkleidung kommen, Grump. Möchtest du dafür verantwortlich sein, wenn sich ein Rebell mit deiner Verkleidung tarnt? Bingo. Nein, Grump ganz brav. Bingo, Bongo. Hier, nehmen. Ja. Danke für das Gespräch. Sie waren wie ein Licht in dunkler Nacht, Prinzessin. Wenn was funktioniert, bin ich wirklich geile. Wenn man von Feinden umgeben ist, kann eine professionelle Tarnung den Unterschied ausmachen. So, Dala, was haben wir denn da? Funktioniert das? Also schön. Etwas Pulver ins Feuer? Und an die richtigen Symbole gedacht. Ja, alle Women rate was.
das scheinen die richtigen Symbole gewesen zu sein. Wir wurden entdeckt. Psst. Hallo. Meine lieben Bücher. Ich will euch nichts tun. Wilbur hat mir von dieser Bibliothek erzählt. Wilbur? Geht es ihm gut? Ja. Er war plötzlich verschwunden. Er musste untertauchen. Unheimliche Kräfte haben jetzt in der Schule das Sagen. Das wissen wir. Wir haben durch einen Spalt in der Tür geschaut und diese fürchterliche Frau und ihre Tochter gesehen. Sie sah nicht wie Intellektuelle aus. Intellektuelle. Wenn die Van Burens diese Bibliothek entdecken, müsst ihr euch darauf einstellen, zukünftig mit Wachsmalstiften ausgemalt zu werden. Ja? Keine Sorge, wir werden das nicht zulassen. Aber dafür muss ich ins Lehrerzimmer. Dann geh! Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende. Irgendwie sehr nostalgisch. Naja, normalerweise Witze können auch Bücher wissen. Fragen wir die Bücher. Ganz einfach. Es ist eine gute Sache, dass ich die Bibliothek tarnen kann. Aufstände und Revolutionen werden allzu oft von brennenden Büchern begleitet. Kennt ihr gute Witze? Verzeihung? Wie können wir dir helfen, Freundin des Bücherfreunds? Kennt ihr gute Witze? Stehen in ein paar von euch Büchern vielleicht gute Witze? Witze? Nun ja, ein paar von uns sind humorvoll, wenn du das meinst. Komödien. Ja. Aber das ist zu lang. Einfach ein kurzer Scherz wäre gut. Mit so etwas können wir nicht dienen. Ich muss weiter. Nur zu. Wie heißt es so schön? Besser ein dummer Wanderer als ein Weiser, der zu Hause sitzt. Moment. Sie wandert und wir sitzen. Naja. Der war nicht schlecht. Der war nicht gerade geschmeidig. Der war nicht gerade schlecht. Haha, wandern. Da kann man sich schleichen, oder? Also schön. Ganz vorsichtig. Er hat nichts bemerkt. Jetzt nur schön leise. Laut Wilbur ist die Tür verschlossen und öffnet sich nur, wenn der Direktor einen Code sagt. Bitte nach dem Direktor. 4, 60, 9, 41. Einen schönen Abend, Direktor. Madam? Das ist ein Trottel. Da hört wirklich nichts. Der merkt wirklich nichts. Na, meine Kleine, hat man dich gut behandelt? Der merkt wirklich nichts, der Trottel. Ich hol dich hier raus. Ich muss nur noch kurz was anderes erledigen. Der Trottel merkt wirklich nichts. Warte mal, was müssen wir da denn? Mit dem Frosch. Das Glas ist mit schweren, mutmaßlich magischen Ketten am Schrank festgekettet. Ich frage mich, ob... Aha. Erzmagier Alistair? Geht es Ihnen gut? Ich verstehe nicht. Blinzeln Sie einmal für Ja und zweimal für Nein. Was bedeutet kein Blinzeln? Moment. Können Frösche überhaupt blinzeln? Ich denke, wir müssen das später klären. Ich bringe Sie heraus. Zumindest haben wir uns einmal. Wurscht. Zumindest haben wir uns einmal. Da mal. Bedachte Hip-Hop-Greif. Ich lasse Butterblume nicht hier zurück. Sie mag eine Schöpfung der kleinen Van Buren sein, aber sie ist mein pinkfarbenes Herz, Hippogreifenmädchen.
Ich nehme sie mit raus, sobald ich hier fertig bin. Sie kann in der Stadt warten. Ich nehme sie... Dumme. Dachte, das hätte... Jetzt haben wir da noch eine bedachte Gruppe. Bedachte den Kamin. Da eigentlich. Da können wir noch mehr was. In Ordnung, Butterblume. Du musst jetzt ganz leise sein. Ach, bitte. Nein, leise. Also schön, gehen wir. Wie kann das Viecher leise sein? Aha. Ich hab leise gesagt, Butterblume. Nein, der Troll war nicht dein Freund. Er wollte uns umbringen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht nur spielen wollte, als er auf uns eingehackt hat. Wie dem auch sei, Erzmagier Alistair ist in Sicherheit. Sobald Wilbur Remy befreit hat und weiß, wie wir den Stab zerstören können, sollten wir so schnell wie möglich aufbrechen. Der Morgen naht und aller Wahrscheinlichkeit nach wird dieser Tag die Rückkehr einer sehr, sehr frustrierten Ratsvorsitzenden sehen. Ja, gut. Naja, gut ist. Dann haben wir das Tierchen dann einmal. Man könnte behaupten... Andererseits, bisher hatte ich immer nur Cheep Cheep an meiner Seite. Wo steckt der überhaupt? Bedachte. Ja, fliegen kann man anscheinend auch nicht mehr mit ihr, oder was? Sobald Wilbur Remy befreit und wir einen Plan gemacht haben, wird mich mein edles Flugross zu neuen Abenteuern tragen. Na gut, dann müssen wir den ganzen Scheißweg dann nochmal runtergehen. Ein bisschen umständlich mit dir. Denn wir müssen, ja, die Witze jetzt Hülper mitteilen. Hülper. Warte mal an. Wilbur? Ja? Ich habe deinen Witz mit einem Patienten und einem Arzt gehört. Ich habe da einen Witz mit einem Patienten und einem Arzt gehört. Sowas gibt es? Erzähl! Nach der Untersuchung fragt der Patient: Herr Doktor, können Sie mir helfen? Daraufhin der Doktor: Sicher, ich verschreibe Ihnen ein paar Moorbäder. Und die helfen? Klar, dann gewöhnen Sie sich schon mal an die feuchte Erde. Ist das ein guter Witz? Weiß nicht. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Grump hat mir einen Witz erzählt. Grump hat mir einen Witz erzählt. Der ist eher deftig. Vielleicht mag der Gott des Humors sowas. Erzähl! Seit Hunderten von Jahren stehen sich im Park zwei Statuen gegenüber. Ein junger Mann und eine junge Frau. Beide nackt. Da erscheint eines Tages ein Gott und erfüllt den beiden ihren größten Wunsch. Sie dürfen für eine Stunde ihre Sockel verlassen. Sofort verschwinden die beiden im Gebüsch. Rascheln, flüstern, kichern. Wir haben noch 10 Minuten, japst er schließlich. Darauf sie? Gut, dann hältst du jetzt die Tauben fest und ich scheiße drauf. Der ist gut. Er hat was mit Göttern und Statuen zu tun. Ich habe den jetzt mal, ja. Ich habe Erzmagier Alistair gerettet. Also den Frosch, von dem wir glauben, es ist der Erzmagier. Gut gemacht. Geht es ihm gut? Ja, er ist okay. Hat ein paar Schrammen und Kratzer abbekommen. Aber nicht, weil ich ihn ein paar Mal fallen gelassen habe, als ich zusammen mit einem Hippogreif gegen einen Troll gekämpft habe oder so. Ivo? Hm?
Hast du mit einem Hippogreif gegen einen Troll gekämpft? Der Erzmagier ist jetzt in Sicherheit, okay? Das war erst mal alles. Bis später. Ich befürchte, dass das der Hunkus ist. Aber gut, wir haben jetzt den Wilbur die Witze erzählt. Und ja, da spielen wir in einem anderen Video weiter. Gut, ciao dabei. Tschüssi.